Da sind wir wieder oder immer noch, Sophia und ich, und setzen unser Gespräch aus Update Deluxe fort. Schön, dass ihr auch immer noch da seid und dass du immer noch da bist, ist sowieso schön. Ich freue mich auch sehr. Nice. Das letzte Video, was wir in der Sendung gesehen haben, war ja das zu Schmetterling. Mhm. Da sieht man dich am Klavier und so ging es ja im Prinzip auch für dich bei TikTok los, ne? Mai 21 hast du da dein erstes Ding hochgeladen. Genau. Ich habe mich quasi, in München gibt es einen Klavierraum, den kann man, da kann man rund um die Uhr rein, da kann man, kannst du mit so einer App reingehen und es ist super praktisch. Und da habe ich mich reingesetzt und habe einfach die Songs, die ich geschrieben hatte, aufgenommen und bei TikTok hochgeladen und dann ging's los. Dann ging's los. Also mein Klavier ist ja so dein Instrument, ne? Schreibst du da auch die Songs als erstes am Klavier? Oft, ja. Also meistens ist es wirklich so, dass wir, also es ist immer unterschiedlich, ich schreibe ja viel auch mit meinem Team, also ich habe meine Studio-Jungs, ein festes Team in München, mit denen schreibe ich auch viel, aber hauptsächlich meistens wirklich fangen wir immer am Klavier an, weil das auch, also wir haben letztens sogar mal auf Gitarre probiert und das hatte irgendwie nicht so den gleichen Vibe, also ich glaube, man hat manchmal dann so sein Instrument, was irgendwie so, womit man dann vertraut ist und was auch irgendwie dann am besten funktioniert. Mit 6 hattest du Klavierunterricht, da ging es los. Und dann wie lange? Boah, das müsste ich jetzt meine Mama noch mal fragen. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich hatte so 4, 5 Jahre Klavierunterricht, aber ich war immer zu faul zum Üben. Ich hatte nie Bock zu üben. Tell me about it. Ich hatte auch Klavierunterricht 4 Jahre. Und davon ist auch wirklich nichts mehr hängen geblieben. Also ich habe mir dann am Ende wirklich das Klavier, ich spiele auch nicht gut Klavier, sondern ich kann halt die Akkorde spielen. Ja. Und das habe ich mir so ein bisschen selbst beigebracht, weil ich dann irgendwelche, mich immer selbst am Klavier begleitet habe oder irgendwelche Songs spielen wollte und habe dann 3 Akkorde dafür gelernt und dann kam irgendwann noch mal einer dazu, noch einer. Und so hat sich das so ein bisschen so entwickelt, aber so richtig gut Klavier spiele ich aber trotzdem auch immer noch nicht. Ja, ich bereue es ein bisschen, dass ich das nicht weiterverfolgt habe, dass ich dann mit, ich habe mit 12 angefangen, mit 16 aufgehört, kann immer noch Noten lesen, aber ansonsten ist das schon irgendwie sehr, sehr holprig, meine Darbietung am Klavier. Ja, und, voll. Und in dem Moment, wo man es lernt, hat man keinen Bock und im Nachhinein bereut man es so ein bisschen, ja, weil man dann denkt, wow, wie geil wäre das, wenn ich jetzt so richtig gut Klavier spielen könnte. Ich hatte auch keinen Bock mehr auf Mozart und Beethoven und Bach und so und habe dann zu meinem Klavierlehrer gesagt, ich würde gerne so die Songs aus der Hitparade spielen. Und dann hat er gesagt, das ist unter meiner Würde. Kannst du dir selber beibringen. Ja. Also habe ich aufgehört. Die Motivation war ja dann wahrscheinlich auch im Keller direkt. Ja, die war total im Keller. Im Gegensatz zu dir kann ich überhaupt nicht singen. Du hattest aber auch schon mit 12 Gesangsunterricht, ne? Genau. Wie ging es dann mit dem Singen weiter? Hast du immer zwischendurch mal Unterricht gehabt oder warst du dann auch eher autodidaktisch unterwegs? Nee, ich hatte meine Eltern haben mir damals, als ich 12 war, so einen Gutschein geschenkt und dann bin ich auch kontinuierlich dahin gegangen, weil mir das auch echt Spaß gemacht hat. Und bis zum Abitur habe ich dann Gesangsunterricht gehabt. Und also ich habe Abi gemacht, da war ich 17, also 5 Jahre hatte ich Gesangsunterricht. Und danach bin ich weggezogen, weil ich studiert habe und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verloren. Aber ich habe dann trotzdem immer noch, auch nach dem Abi, viel auf Hochzeiten und Geburtstagen gesungen, auf so kleinen Feiern und Festen. Genau, aber Gesangsunterricht hatte ich quasi bis zum Abitur, als ich dann weggezogen bin. Aber Studium, was du gerade erwähnt hast, ist ein gutes Stichwort, weil was man auch in deinen Videos immer sieht und jetzt auch live, ist der schöne Schmuck, den du trägst. Mhm. Ist diese Kette selbst gemacht? Ja, die sind beide selbst gemacht. Die trage ich auch immer. Das sind so meine Glücksbringer. Genau. Du hast nämlich ein duales Studium gemacht und dabei Schmuckdesign studiert, gelernt. Genau, also ich habe Designmanagement studiert und eine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht. Interessante Kombi, die natürlich aber schon auch Sinn ergibt, ne? Weil Schmuck ist ja auch Design. Was mich interessieren würde jetzt, da du ja auch Musikerin, Songschreiberin, Sängerin bist, wenn du ein Schmuckstück machst und wenn du einen Song schreibst, kann man das so ungefähr vergleichen, dass man immer nicht so richtig weiß, wann man fertig ist, ob man noch ein bisschen was hinfummelt, ob es vielleicht in 5 Minuten noch besser aussieht, ob der Song vielleicht in 10 Minuten noch besser ist? Oder kannst du bei beiden Dingen sagen, that's it, jetzt höre ich auf? Nee, es ist tatsächlich so, dass man oft nicht weiß, wann Schluss ist sozusagen. Beim Goldschmieden ist es noch ein bisschen
krasser, weil wenn du da irgendwie einen Sägeschnitt oder einen Pfeilschliff oder irgendwie das, die Flamme zu lange hältst, weil du denkst, oh ja, muss ich jetzt noch irgendwie was machen, ja, dann kann dir halt das Ding innerhalb von einer Sekunde komplett kaputt gehen. Ja. Beim Songwriting kannst du natürlich immer sagen, okay, komm, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Aber da ist es auch oft so, dass man sich so ein bisschen verliert und dann sagt, okay, nee, hier, da können wir noch was ändern und ah, da der Text und die Melodie geht noch besser. Und dann am Ende sitzt man da und denkt sich so, also irgendwie war das, was wir ganz am Anfang hatten, viel besser als das, was wir jetzt hier irgendwie versucht haben rauszumachen. Verliert man dann den Faden, ja. Genau. Ah ja. Was war denn eigentlich der Auslöser, warum du im Rahmen eines dualen Studiums dann noch Goldschmieding gelernt hast? Was war denn so die Verbindung dahin? Also ich hab halt mit 17 Abi gemacht und war so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und habe dann hin und her überlegt und ich wollte unbedingt irgendwas Kreatives, Handwerkliches machen. Ich habe damals auch schon überlegt, ob ich Musik studieren soll. Ich wusste aber von vornherein, dass ich da safe eh nicht angenommen werde, weil ich in diesem ganzen Theorie-Kram gar keine Ahnung habe. Ja. Und da muss man ja, glaube ich, dann auch irgendwie ein Instrument perfekt spielen können. Das war halt alles irgendwie. Und ich habe auch gesagt, nee, die Musik muss irgendwie bei mir so aus dem Bauch kommen und gar nicht zu verkopft irgendwie werden. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und ich wollte aber trotzdem irgendwas Kreatives machen. Ich habe immer auch schon super gerne gemalt und gezeichnet, wollte irgendwas Handwerkliches machen und wusste nicht was. Und dann habe ich halt mich erkundigt und habe dann 3 Tage bei einem Goldschmied Probe gearbeitet. Und das fand ich total faszinierend, weil es halt so ein traditioneller Beruf irgendwie ist. Und ich bin mit meinem Papa früher als Kind immer schon auf Flohmärkte gegangen. Und dann haben wir uns immer diese ganzen alten Schmucksachen und auch generell diese alten Sachen irgendwie angeguckt. Und deswegen fand ich das so schön, weil das so was Traditionelles ist, wo du wirklich das mit einer Handsäge lernst und nicht mit irgendwelchen Maschinen oder sowas. Das ist halt mittlerweile ja alles gibt. Ja. Und das fand ich so faszinierend, dass du halt in einer Werkstatt, man denkt immer, oh ja, schön, man macht Schmuck und es glitzert und funkelt alles, aber es ist halt ein Werkstattberuf. Also eigentlich ist alles dreckig und auch das Schmuckstück sieht bis zum letzten Schritt nicht nach einem Schmuckstück aus. Diesen Prozess irgendwie zu beobachten und selbst dann irgendwie so anwenden zu können, fand ich voll interessant. Und dann hattest du ja auch noch die geniale Idee, Videos aus der Schmuckwerkstatt mit deiner Musik zu unterlegen. Also beide Welten verbunden. Genau, weil ich habe auf Insta oder TikTok auch so Videos gesehen von anderen Leuten, die das mit Zahnbürsten oder mit irgendwelchen anderen oder mit Pappbechern oder mit irgendwelchen Geräuschen gemacht haben. Und dann dachte ich mir, okay, in der Werkstatt gibt es so viele Geräusche jeden Tag, weil alles, was du machst, eigentlich macht einen Klang oder ein Geräusch. Ja. So, wenn ich mit dem Hammer schlage oder auch dann mit was für einem Hammer schlägt, weil es gibt so unendlich viele Klänge den ganzen Tag in der Werkstatt, die manchmal auch ein bisschen nerven, aber oft halt auch irgendwie sich voll interessant oder irgendwie schön anhören. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen zu kombinieren und das hat auch echt eigentlich also gut funktioniert. Es hat echt Spaß gemacht auch. Wie viel bist du jetzt noch in der Werkstatt? Nicht mehr so viel. Also ich war bis November, Dezember noch häufiger da und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mich voll und ganz und hauptsächlich auf die Musik konzentrieren kann und aber trotzdem immer noch, wenn irgendwie gerade viel los ist, wenn jemand krank ist oder so, ruft meine Chefin mich immer noch an und sagt, hey, kannst du vorbeikommen? Und dann springe ich ab und zu mal ein oder übernehme mal einen Samstag oder eine Nachtschicht oder irgendwie so, wenn halt gerade viel ansteht. Aber so grundsätzlich bin ich jetzt in meinem Alltag nicht mehr in der Werkstatt. Kann ich mir vorstellen. Ist ja auch eine Menge passiert seitdem. Ne? Wenn wir jetzt noch mal ins letzte Jahr zurückspulen, als Niemals allein rauskam, was hat denn dich zu dem Song inspiriert? Weil du vorher ja gesagt hast bei Update Deluxe, dass es ein sehr persönlicher Song ist. Den Song habe ich für meine Eltern geschrieben, also für meine Familie eigentlich, weil ich bin in München, die sind in Nordrhein-Westfalen, mein Bruder ist jetzt in Hamburg, also wir sind alle so ein bisschen verstreut und sehen uns nicht mehr so oft. Und ich habe oft auch super viel zu tun, gerade auch in der Anfangszeit, wo ich immer noch in der Werkstatt war und dann noch im Studio und Songs geschrieben habe, wo der Niemals allein auch noch gar nicht veröffentlicht war, hatte ich halt super wenig Zeit und war dann auch oft zickig, wenn meine Mama mich angerufen hat oder ja, war irgendwie, man sieht sich nicht mehr so oft, man reagiert manchmal über und im Nachhinein tut es einem dann irgendwie leid und da wollte ich unbedingt irgendwie einen Song schreiben, um mal zu sagen, so hey, wenn es drauf ankommt, sind wir aber alle da, egal wie weit wir voneinander entfernt sind und egal, ob wir mal irgendwie uns gerade anzicken oder gestresst sind,
sondern wenn es drauf ankommt, ist man füreinander da und hält halt, egal was passiert, zusammen. Und dann hast du das Ding auf TikTok veröffentlicht und hattest wahrscheinlich erstmal nicht so wirklich große Erwartungen? Nee, gar nicht. Aber was dann passiert ist, ist natürlich so beispiellos, ging halt total durch die Decke. Wie schnell hast du mitbekommen, dass da irgendwie was Großes gerade entsteht? Sitzt man dann die ganze Zeit davor und guckt alle paar Minuten? Wie schon so ein bisschen. Also es war sogar so, es hat angefangen, dass ich halt dann immer wieder so, okay, gefällt dein Video, hat dein Video kommentiert, also dass ich halt immer wieder so Nachrichten bekommen habe und ich so dachte, okay, krass, wo kommen die ganzen Leute her, die sich das jetzt angucken? Und dann hatte der Niemals Allein, das Video hatte, glaube ich, dann irgendwie so 10.000, 20.000 Aufrufe bei TikTok, was da schon für mich voll... Weil ich glaube, das war das zweite oder dritte Video oder so, was ich überhaupt hochgeladen hatte. Mhm. Dann war ich so, okay, krass, es hat schon 10.000 Aufrufe. Und dann wurde es halt immer mehr und immer größer. Bis es, ich glaube, mittlerweile ist es irgendwie bei 1,5 Millionen. Mhm. Was halt eine total, ja, unvorstellbare Zahl eigentlich ist. Und das war schon krass. Also das auch so, es ging auch dann voll schnell. Und das war irgendwie so, also ich habe das selber dann nicht so ganz glauben können. Ja, aber es war schon echt krass, weil also die Leute, die konnten inhaltlich super relaten zu dem Song und die fanden deine Stimme Wahnsinn, die fanden die Melodie Wahnsinn. Und dann war es irgendwie auch keine große Überraschung mehr, dass du damit dann bei iTunes auf Platz 1 warst, plötzlich. Kannst du dich an den Moment erinnern, als die Meldung kam, du das mitgeschnitten hast? Ja, also es war, glaube ich, der Song ist ja nachts rausgekommen und dann war ich irgendwie schon auf Platz, ich glaube dann auf Platz 8 oder so und war schon so, okay, krass, Top 10, iTunes, mega krass. Und dann am nächsten Morgen war ich dann halt diese 1 und es war halt, es war irgendwie alles so voll, ich habe das immer noch nicht so ganz realisiert, weil das alles so von gefühlt von jetzt auf gleich passiert ist und ich dachte auch teilweise, hä, das kann doch nicht sein, weil der Song stand dann zum Beispiel in den iTunes-Charts ganz oben und unten standen halt Künstler und Songs, die man halt, die so jeder kennt. Und ich war so, hä, das muss doch irgendein Fehler sein, weil mich kennt doch keiner. So, das ist doch mein erster Song, wieso stehe ich denn jetzt da oben mit dabei? Das war schon krass. Ich habe auch oft immer die Apps geschlossen und nochmal nachgefragt und nochmal meinem Management geschrieben, so, hey, stimmt das jetzt wirklich oder habe ich mich da jetzt irgendwie verlesen oder vertan oder so, weil ich halt wirklich die ganze Zeit dachte, okay, das kann irgendwie nicht sein. Das ist auch lustig vor dem Hintergrund, weil ja so knapp 10 Jahre vorher, 2012, deine Karriere fast auf ja, relativ konventionelle Art und Weise losgegangen wäre. Du warst bei DSDS und bist da auch relativ weit gekommen. Das ist aber die ganz andere Baustelle. Also klar, über die Jahrzehnte starteten ja viele Karrieren bei DSDS. Aber die Frage ist, bist du so ein bisschen froh drum, dass es vielleicht damals nicht geklappt hat, dass das nicht irgendwie so durchlauferhitzermäßig, kurz nochmal DSDS und dann wieder weg, sondern dass du dir das selber gebaut hast auf Social Media und besonders eben auf TikTok. Ist das jetzt für dich der bessere, der smartere Weg? Voll, 100%. Also es war damals auch, ich sage aber, es war meine kleine Jugendsünde, weil ich war damals, glaube ich, 15, als ich da teilgenommen habe. Das war so ganz spontan. Ich war mit meiner Mama in der Stadt shoppen und dann stand da so ein Truck und ich war so, hey, ich würde mal voll gerne wissen, was andere Leute sagen, wie die finden, dass ich singe. Weil so, ich dachte halt immer so, ja, meine Freunde, meine Eltern sagen halt, ja, du singst schön. Aber ich wollte wirklich mal so ein echtes Feedback irgendwie haben. Mhm. Und dann bin ich in diesen Truck gegangen und dann ging das halt irgendwie so weiter und weiter und weiter. Ich war aber von Anfang an auch so, ich habe das alles auf mich zukommen lassen. Es war auch vollkommen cool, dass es dann nicht geklappt hat so. Also es war auch voll in Ordnung. Wie gesagt, es hat jetzt auch mit, es ist ein ganz anderer Weg oder auch ein ganz anderes Verständnis vom musikalischen Weg irgendwie. Ja. So, deswegen, also jetzt ist es ja wirklich so, ich kann so meine Musik machen, ich kann das, was ich sagen möchte, was ich ausdrücken möchte, irgendwie durch die Musik teilen. Und genau, und bei DSDS war es natürlich so, es ist halt eine, ich habe auch gesagt, ich möchte auf keinen Fall mehr zu einer Castingshow gehen. Aber es war trotzdem auch eine coole Erfahrung. Also so, es war auch eine coole Erfahrung so mit 15, 16. Ich war das erste Mal von meinen Eltern quasi so alleine, also ich war ja nicht im Urlaub, aber dass ich halt weg war eine Zeit lang, so komplett alleine, war auf jeden Fall auch eine Erfahrung.
aber halt eine andere Erfahrung. Aber schon erstaunlich auch, ne, wie Castingshows halt zunehmend obsolet werden. So eine nach der anderen verschwindet. DSDS liegt auch in den letzten Zügen. Braucht man die überhaupt noch? Puh, gute Frage. Also ich finde, es ist schon ja auch eine wichtige Plattform oder eine schöne Chance auch für die Kandidaten, die da halt mitmachen, dass man sich bewerben kann und dass man quasi sein Talent zeigen kann, darf, dass man quasi so eine Plattform. Es ist ja am Ende ist es ja ähnlich eigentlich wie TikTok oder Instagram, nur dass es im Fernsehen stattfindet und dass es natürlich eine Jury gibt und man halt, es ist ein Wettbewerb. Aber am Ende ist es das ja eigentlich auf den Social-Media-Kanälen natürlich nicht in der Form, aber da ist es ja auch so, man lädt was hoch und entweder die Leute finden das gut oder nicht. Und das ist ja bei den Castingshows eigentlich ähnlich. Ja, das stimmt, das kann man vergleichen. Insofern, also war das bei dir alles so Learning by Doing, wie man die Sachen richtig nutzt und wie man die bespielt? Oder hast du da auch wirklich dir auch mal so Coachings geholt? Oder? Nee, gar nicht. Ich habe wirklich einfach nur meine Videos da hochgeladen und das war Learning by Doing. Ich habe auch teilweise dann auch Leute bei uns aus dem Studio oder so haben dann gesagt, so, hey, wie hast du das gemacht? Ich will das auch machen. Und ich war so, ey Leute, ich habe keine Ahnung. So, ich weiß selber nicht, wie das funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, und um welche eigentlich. Uhrzeit postest du denn? Ich so, keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Irgendwann. So, es war, also wie gesagt, ich habe da einfach gemacht und dass das so funktioniert, das ist mega, mega cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jetzt eine Strategie oder irgendeinen Plan oder so gehabt hätte, den ich da angewendet habe oder so. Ja, umso nicer, dass du es dann einfach instinktiv richtig gemacht hast anscheinend. Wann und wie, an welchem Punkt hast du dann deine Produzenten, also die Jungs von Achterbahn, getroffen? Die habe ich getroffen. Ich habe damals noch in der Werkstatt gearbeitet und eine Arbeitskollegin von mir, die kannte die Jungs, weil die aus dem gleichen Ort kommen. Also es war auch so ein totaler Zufall. Genau, also es hatte eigentlich gar nichts mit der Musik zu tun, sondern sie hat mitbekommen, okay, ich singe, ich mache Musik und sie hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden, wenn du willst, könnt ihr ja mal Nummern austauschen. Und dann habe ich mit den Jungs halt telefoniert und dann bin ich ins Studio gefahren, dann haben wir eine Session zusammen gemacht, wir haben uns direkt alle super verstanden und seitdem hat sich das dann irgendwann so eingependelt, dass wir so ein festes Team geworden sind. Ja, super. Ich meine, die sind ja richtig gut im Game, ne? Also machen Sachen mit Vincent Weiss, Rote Mütze Raffi und so. Mit denen haben wir auch ständig zu tun, wenn wir hier Videos ansagen und dann, Achterbahn steckt dahinter, alles klar. was haben die denn gesagt, dass sie das erste Mal deine Stimme gehört haben? Brauchen wir keine Effekte. Nehmen wir so. Nee, das war gar nicht so einfach. Also nicht auf die Stimme bezogen, aber grundsätzlich war es gar nicht so einfach, weil wir haben viel auch erst Englisch geschrieben. Ah, okay. Gar nicht Deutsch, sondern viel auch Englisch gemacht. Und es war immer so ein bisschen, ich hatte vorher mit Deutsch auch gar nicht so krass, weil ich habe immer Englisch auch gecovert und englische Songs gesungen. Mhm. Und dann, ich hatte mit Deutsch gar nicht so diese Verbindung irgendwie. Und ich war auch so ein bisschen, dachte so, ja, einen deutschen Song schreiben, das kann ich ja gar nicht. So. Und dann haben wir viel auf Englisch gemacht und ich habe dann aber immer mal wieder so Demos oder sowas, oder die brauchten jemanden, der denen irgendwelche deutschen Songs einsingt. Und dann habe ich das teilweise gemacht und dann waren halt immer alle so, hey, Deutsch klingt voll geil, so, wieso machst du nicht Deutsch? Und ich war so, ja, ich weiß nicht. Und dann habe ich hin und her überlegt, dann habe ich gesagt, okay, komm, lass uns jetzt mal einen Song irgendwie auf Deutsch probieren. Eine Session einfach mal irgendwie probieren, okay, was können wir auf Deutsch machen? Und da ist dann der Niemals allein entstanden. Und ab da wusste ich dann, okay, ich will auf jeden Fall deutsche Musik machen. Ja. Das Tolle an deiner Stimme ist, also außer dass sie schon alleine mal einen extrem hohen Wiedererkennungswert hat, ist halt der Umstand, und das ist, kommentieren auch ganz viele, dass du halt so ohne Autotune auskommst und die anderen bekannten Effekte, die jetzt eigentlich bei allen Popproduktionen im Einsatz sind, wo auch keiner mehr sagt, ist jetzt blöd oder so, sondern die gehören halt wie die Instrumente auch zur Musik. Bei dir scheinen die aber nicht notwendig zu sein oder war es eine bewusste Entscheidung, die einfach wegzulassen? Das müsste ich jetzt nochmal mit meinem Produzenten auch noch mal fragen, was er da. Mir ist halt wichtig, dass es halt alles sehr echt ist, einfach. Mhm.
So, in allem. Also alles, was ich mache, will ich, dass das echt ist und nicht irgendwas verstellt oder gespielt oder irgendwie. Also es soll alles echt sein. Und ich glaube, das erkennt man vielleicht auch ein bisschen in der Musik wieder. Ja, kann ich total nachvollziehen, weil auch deine TikTok-Videos, die hatten ja von Anfang an was total Authentisches. Sonst funktioniert das ja auch gar nicht, ne? Weil die Leute merken ja sofort, wenn irgendwas fake ist. Also von daher bist du auf dem goldrichtigen Weg. Stichwort zu München, du hast ja vorhin schon gesagt, du kommst aus Nordrhein-Westfalen, sogar aus dem Ruhrpott, mehr oder weniger. Ne? Wie fühlt man sich denn als Ruhrpott-Perle in München? Ich muss sagen, am Anfang war es schwierig. Also es war wirklich ein bisschen schwierig für mich, auch da Anschluss zu finden, weil ich habe das Gefühl, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das Gefühl, die Leute in NRW sind teilweise ein bisschen offener. Okay, fair enough. Und deswegen war es für mich am Anfang so ein bisschen schwierig. Mittlerweile, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren da. Ich habe meine Mädels, ich habe meine Studio-Crew, also ich habe so mein Umfeld mir aufgebaut oder kennengelernt, deswegen fühle ich mich da super wohl. Ich habe auch viele Freundinnen, die auch aus Nordrhein-Westfalen eigentlich kommen, aber jetzt auch in München wohnen und da sind wir eigentlich eine ganz coole Clique und so an sich ist natürlich München oder auch Bayern wunderschön. Also, gibt es schon irgendwas typisch Bayerisches an dir? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kommt noch. Also, mir hat noch keiner drauf angesprochen, ich weiß es nicht. Wie sieht denn jetzt der Rest des Jahres für dich aus und der weitere Verlauf? Arbeitest du an einem Album oder willst du auf Tour gehen erstmal? Also ich bin jetzt bei einem guten Freund von mir, der geht jetzt auf Tour, der Fabian Wegerer im Oktober. Da spiele ich Support, da cool. Bin ich mit dabei, genau. Und ansonsten ist es gerade so ein bisschen so ein Song zu Song oder Single zu Single denken. Also deswegen, ich weiß noch gar nicht, es ist noch nichts konkret in Planung. Ich weiß noch nicht, ob, wann, wie ein Album rauskommen wird oder halt auch nicht. Deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen so ein Step-by-Step-Ding immer noch, ohne dass ich überhaupt weiß, was in den nächsten Monaten kommt. Letzte Frage für dich. Was sind denn so die drei Dinge in deinem Leben, für die du am dankbarsten bist? Für meine Familie. Punkt 1, ganz klar, eine wundervolle Familie, auch wenn sie ein bisschen weit weg ist leider. Dann Gesundheit, dass ich gesund bin. Und dass ich mein Traum leben darf. So. Kick mal an, du bist eine Happy Girl. Schön, wir verfolgen das auch weiterhin, was du machst. Bist immer herzlich eingeladen, hier vorbeizuschauen. Vielen Dank. Alles Gute für dich und vielen Dank. Dankeschön. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Das war Sophia.